Hallöchen, ich bin herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Was? Nein, Spaß. Was war das für eine Anmoderation, ey? Mein Gott. Sie wird doch von jedem. Jedes Mal beschissener. Ja, auf jeden Fall habe ich heute zwei Themen am Start. Und zwar möchte ich mich immer bei einer Person bedanken, die mir gestern Nacht sehr weitergeholfen hat und seelischen Beistand geleistet hat, sag ich mal. Und dann möchte ich einmal das Pack vorstellen, womit ich jetzt wahrscheinlich erstmal die nächste Zeit spielen werde. Deswegen hört ruhig gerne zu. Vielleicht kennen es die meisten auch schon. Ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt erstmal hier zu Blau. Ja, und zwar die Person, bei der ich mich bedanken möchte, ist der Typ namens Gitarre vom Apfelcrew Server Team. Vielleicht kennen auch den, der ein oder andere. Mein Deutsch ist gerade so broken, ne? Ich habe gerade aufgegessen mein Armbrot, deswegen. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich bei ihm bedanken, weil mein Sony Vegas war gestern broken. Und zwar, dass die ganzen Dateien von meiner Vlog-Kamera, Blogging-Cam, wie auch immer, nicht mehr erkannt. Dementsprechend waren zu dem Zeitpunkt alle meine Gamescom-Vlog-Dateien für'n Arsch. Ja, und ich habe ihn halt angeschrieben, ob er mir nicht helfen könnte, weil er mir empfohlen wurde von anderen. Und ja, dann hat er sich wirklich hingesetzt und mir 4 Stunden lang versucht zu helfen. Und wir haben es dann auch im Endeffekt hinbekommen, das Problem zu fixen. Deswegen ein riesen Dankeschön an dich, dass ich dank dir jetzt meine Köln- bzw. Gamescom-Vlogs hochladen kann. Das ist für mich wirklich wichtig. Deswegen schaut auch bei ihm vorbei, er ist unten in der Beschreibung verlinkt, der Apfelcrew-Server natürlich auch und ja, lasst ein Follow, Abo, wie auch immer da und schaut auch mal bei dem Server vorbei, ist ein nicer Server. Dann wollte ich jetzt das Pack vorstellen und zwar ist es das Villager V9. Upsala. Come on, Bro. Und zwar ist es das Villager V9, das ist für mich vor 2 Tagen rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch das Video bringe. Vor 2 Tagen rausgekommen und ich habe es mir heute gedownloadet und ich finde es einfach mega geil. Und entweder hat der Dude AC oder ist einfach echt scheiße gut im Klicken. So, da ist der Rotzbogen auch mal down. Oh, danke Gott. So, da wir Spieler sind, die nicht viel mit Gold spielen, droppen wir das Gold erstmal runter. So. Und zwar ist es vor 2 Tagen rausgekommen und mir gefällt es einfach jetzt schon ultra gut. Und ich merke jetzt schon, dass das so mein neues Pack sein wird. Ich spiele ja immer mit jedem Pack so 2 Monate, wenn es richtig, richtig geil ist, vielleicht sogar noch länger. Und es ist halt dann auch in jedem meiner CW-Clips. Und da fragen die Leute auch immer nach. Dementsprechend sag ich jetzt hier einmal, welches Pack das ist. Ja, jetzt muss ich einmal schnell in die Mitte kommen. So, das waren auch schon die Themen für dieses Video. Ich versuche jetzt einfach noch diese Runde zu gewinnen. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich weiß, das ist jetzt wieder so das erste Video nach etwas längerer Zeit, eben wegen dieser Gamescom, weil ich auf dieser mysteriösen Gamescom war. Aber ich denke mal, das ist verständlich, dass ich, vor allem wenn ich jeden Tag wieder einen Zug zurück muss und erst um 23 Uhr zu Hause bin, dass ich dann nicht noch Videos aufnehmen kann. Vorproduziert habe ich auch keine, weil ich nicht zu Hause war die Tage davor. Und er ist ein Bastard. Ja. Und dementsprechend hatte ich dann auch keine Videos für die Tage der Gamescom. Ich war ja 4 Tage da. Und auf der Gamescom habe ich auch ein paar Zuschauer getroffen. Grüße gehen raus an Marc an dieser Stelle, der mir einen ultra nice Brief geschrieben hat. Einfach so 2 DIN A4 Seiten per Hand geschrieben. Das ist ja in der heutigen Zeit so oder so schon was Besonderes. Aber dann halt auch noch so richtig, richtig geil. Das hat mich einfach übelst gefreut. So, als ich ihn auch schon in der Hand bekommen, gedrückt habe, sag ich mal so, also von ihm bekommen habe, hatte ich schon so das übelst breite Grinsen in der Fresse. Und das hat mich einfach so übelst gefreut, eben weil er mich schon ultra lange supportet und der deswegen halt auch Stream-Mod bei mir geworden ist und ihn das wiederum sehr gefreut hat.
come on, Dude, Alter. Ja, und deswegen fand ich es einfach ultra geil, erstens ihn natürlich zu treffen. Und zweitens dann so einen Brief von ihm zu bekommen. Und das hat er auch ultra geil geschrieben. Also so wirklich. Ja, ich will es nicht sagen, herzergreifend. Das klingt dann irgendwie so komisch, ne? Aber halt so richtig, richtig nett und man hat halt gemerkt, dass er meinen Kanal mag und ich will jetzt nicht sagen, dass mein Kanal der perfekte Kanal ist. Das ist halt keineswegs. Aber ich finde einfach, die Community, die ich habe, ist einfach perfekt so wie sie ist. Und das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel daran. Die Insta-Pages, die für mich Bilder hochladen und alles machen und alles tun, um mir auch mal was zurückgeben zu wollen. Das ist jetzt ein Zitat. Ne? Das ist ein Zitat. Mir wurde geschrieben von Celine, dass sie mir mit dieser Fanpage was zurückgeben wollte. Dieses Mal auch Grüße gerne raus an Celine. Auch diese Fanpage wird wieder in der Beschreibung verlinkt sein. Und deswegen, ich finde es einfach ultra geil, dass es so solche Leute in der Community gibt, die einfach sich Mühe geben und einfach zeigen, dass sie meinen Kanal feiern, dass sie meinen Content feiern, egal wie aktiv oder inaktiv ich bin, weil ich mache eher Videos, wenn ich Bock drauf habe. Und ja, alle Leute, die ich jetzt so auf der Gamescom getroffen habe, beziehungsweise also jetzt Marc in dem Falle und Celine, die Fanpage wird in der Beschreibung verlinkt sein, Marcs YouTube-Kanal wird verlinkt sein, dann wird das Willow Pack bzw. Willow Rangers Kanal verlinkt sein, da könnt ihr das Pack dann geiern und natürlich ganz oben Gitarre, der mir dabei geholfen hat, dass ich meine Gamescom-Vlogs hochladen kann, nochmal Dankeschön an dich und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, hoffentlich sieht man sich auch bald wieder, bzw. hört man sich wieder, bis zum nächsten Mal und tschö, mit euch.